Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Xtreme. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und machen heute ein bisschen weiter. Wir werden uns heute so ein bisschen um den Frachthafen kümmern, also ich möchte auf der anderen Seite des Flusses mal wieder ein bisschen weiter bauen und möchte dort drüben hingehen und vielleicht mit Lagerhäusern und auch dem diesen länglichen Lagerhaus mit der Zuganbindung möchte ich alles da so ein bisschen mit einbringen und schauen, was wir da so abwechslungsreiches, schönes auf die Beine stellen können. Vielleicht bauen wir auch vom Industrie-DLC so ein paar Lager auf, damit einfach so der Import der Waren gut funktioniert und dass wir einfach die Lager sozusagen füllen, das kaufen wir ein, machen dann vielleicht aus diesen Bereichen dann oder aus diesen Sachen dann auch ja gut, die einzigartigen Fabriken werden ein bisschen schwer, da bräuchten wir dann die Verarbeitungen. Aber ich habe ja das Industrie-DLC nicht. Ich habe es schon, aber ich habe es hier nicht gebaut. Und deswegen müssen wir da mal schauen, wie wir das hinkriegen, liebe Leute. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Es geht halt darum, dass ich das Ganze so ein bisschen abwechslungsreich gestalten möchte. Dass wir hier halt drumherum auch nochmal so ein paar Sachen aufbauen, damit es so ein bisschen mehr raussticht. Bis jetzt haben wir hier Straßen, haben das Zugnetz so ein bisschen vorbereitet. Das geht hier zur Outside Connection, ist noch nicht mal dort angeschlossen. Die andere Seite genauso wenig. Das ist aber, glaube ich, Passagier. Genau, hier haben wir natürlich nach wie vor... Hier ist so viel los über dieser Straße. Das ist so Wahnsinn, was hier so los ist. So die Industrie an sich, die läuft halt wirklich. Aber wenn die halt nicht schnell genug rauskommt, das war ein... Könnten das noch zur Not ein bisschen erweitern, aber ist schon beeindruckend. Ich möchte es auf jeden Fall für die Industrie, weil die hat natürlich auch hier so ein paar Probleme. Meistens aber fehlendes Gewerbe, wie man hier sieht. Ich weiß nicht, Gewerbe lohnt sich hier drüben, glaube ich, weniger. Wird jetzt trotzdem mit Lagerhäusern hier so ein bisschen was auf die Beine stellen, damit einfach die Leute von den Lagerhäusern aus direkt die Waren dann bekommen. Ja. Mal gucken, ob uns das gelingen wird. Wir haben das ja hier schon einigermaßen gut aufgebaut. Und jetzt geht es darum, dass wir das Ganze noch so ein bisschen ausschmücken. So, dass es halt hier auch ja, so ein bisschen nach was aussieht, nach dem Hafen. Aber da wir ja nichts vom Workshop hier auch verwenden, ist es ein bisschen schwieriger, das Ganze hier einigermaßen hübsch aufzubauen oder auch abwechslungsreich. Deswegen müssen wir da mal gucken. Ich mache jetzt erstmal so ein paar Zwischenverbindungen hier rein. Das ist nicht richtig. Das ist ungünstig, wenn ich das jetzt so machen würde, ne? Gucken mal, ich habe eine Idee. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Und natürlich gerne auch ein Abo für den Kanal, wenn ihr hier nichts verpassen möchtet. Von City Skylines. Und, ja, ziemlich bald auch von City Skylines 2 Content. Das macht keinen Sinn. Können denen nochmal die Möglichkeit geben, dass sie hier nochmal auffahren können. Und dann nochmal hier außen rum. Was eine gute Idee ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich probiere hier einfach nur ein bisschen Straßennetz mit einzufügen. Damit wir hier vielleicht ein paar Hallen auf die Beine stellen können. So ein bisschen auf jeden Fall. Irgendwo muss man ja anfangen, ne? Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeiten, also wir haben ja hier von den Lagerhäusern, das ist Fisch. Können wir Sachen auch noch anderweitig mit reinbringen, zum Beispiel Verbrennungsanlage für den Müll und so weiter. Das könnte man hier drüben auch noch so etwas mit einfügen. Einfach nur, damit man etwas die Gebäude halt nutzt. Sodass halt hier vielleicht so eine Art Industriegebiet, ohne jetzt eine normale Industrie entstehen könnte. Ach, das ist so ein Grünstreifen. Guck mal, was kostet mich das denn? Wenn wir jetzt wieder so fleißig hier irgendwie Geld ausgeben, erstmal so ein bisschen drauf achten, aber wir machen eigentlich genug Geld. Durchs Fußball eh, ne? Und nebenbei kriegen wir auch nochmal gemütlich Einwohner dazu. Also Post ist auf jeden Fall nichts. Die einzigartigen Fabriken, die kann ich auch nicht bauen. Wie gesagt, da brauche ich die verarbeiteten Sachen. Ja, das haut nicht hin. Da bräuchte ich die Industrien für. Die hätten natürlich auch gut hier reingepasst, ne? So, wir haben halt hier großen Lagerhäuser hier. Wir gucken erstmal, dass wir die großen hier reinbringen. Und dann gucke ich mal, was die hier beherbergen dürfen. Es wäre halt echt auch praktisch. Ja, cool. Das wird. Mittlerweile gibt es so viele Waren, das würde wahrscheinlich gar nicht gehen. Dass ich das automatisch mal hier auswählen würde, was es gerne hier im Import haben möchte. Ich möchte einfach
ein wenig Lagerhallen aufbauen. Das wird auf jeden Fall... Ich bin mal gespannt. Es ist ja außerhalb von allem. Ein wenig. Deswegen hoffe ich einfach, dass hier das Ganze einigermaßen gut funktioniert mit den Lagerhallen. Dass wir da jetzt nicht so die Probleme kriegen werden. Aber das werden wir sehen, ne? Hier drüben können wir ja nichts machen. Im Endeffekt könnten wir hier nochmal so eine kleine Straße zum Parken mit reinnehmen. Und das malen wir natürlich dann auch nochmal so ein bisschen aus. Das ist jetzt richtig nach unten gegangen hier. Was ist denn das für ein Gelände hier? Sag mal. Eieieiei, du. Ist hier drüben auch so? Geht, ne? Vielleicht vorher mal machen sollen. Hm. Man kann jetzt auf jeden Fall hier deutlich sehen, dass die und die Naut hier tiefer ist. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall gemütlich mal erhöhen. Haben wir das Problem schon mal aus der Welt geschafft. Und dann geht es hier drum. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viele Folgen, deswegen schaue ich hier so ein bisschen, was man halt noch anstellen könnte. Ob das so lange gedauert hat, weiß ich jetzt auch nicht, aber so ein paar Dinge, die halt noch offen sind. Und das ist halt tatsächlich einer der Bereiche, wo ich sagen muss, okay, da haben wir jetzt wirklich nicht mehr weitergebaut, obwohl wir hier eigentlich auch nochmal ein bisschen was machen wollten. Also ist es gleich ein Spaß, das Ganze auszufüllen. Ich will jetzt auch irgendwo... Ach, das könnte man hier drüben dann irgendwie mit reinbringen. Würde ich dieses Lagerhaus gerne haben. Ach, das geht ja so seitlich weg, ne? Im Endeffekt könnte man das hier direkt dran machen. Denn das passt eigentlich auch ganz gut. Das ist die Frage, ob wir hier die Schienen natürlich dran bekommen. Ja, wir gucken halt, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, dass wir hier ein bisschen arbeiten und schauen, dass das hier natürlich einigermaßen abwechslungsreich wird. Jetzt haben wir hier natürlich viel mit Lagerhallen gebaut. Hier drüben natürlich auch. Ich würde gerne die anderen Lagerhallen noch mit reinbringen. Wir haben ja hier nochmal ein bisschen die kleineren, obwohl das lohnt sich, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Da gucken wir erstmal, was wir noch so reinbauen können. Genau, und dann gehen wir hier mal hin. Und das ist jetzt halt, wir lassen es auch ausgewogen. Wir haben jetzt hier, also wir gehen mal durch. Forstwirtschaft. Ich drücke immer das Falsche, ne? Das ist jetzt hier die abgegrenzte, also die, wo wir gebaut haben. Also das wird mir jetzt jedes Mal passieren. Genau, ne, jedes Mal, weil ich dran gedacht habe, weil ich bin klug. K-L-U-K. Hier machen wir, warte mal, hier machen wir das so, dass wir hier kommerzielle Güter nehmen wir hier auch auf jeden Fall hier mit rein. So. Ah, das ist so ein Thema. Machen wir hier nochmal Forst. Jetzt habe ich Forst zweimal hier, war mal das Große. Machen wir hier nochmal Öl. Erz. Hier weiter rückwärts. Landwirtschaft. Wir teilen das halt so ein bisschen auf. Forst. Machen wir hier wieder Forst. Passt das sogar? Ne, passt nicht. Ich wollte gerade sagen. Landwirtschaft. Dann haben wir hier nämlich alles, was wir mit reinbringen. Erz. Das wird uns natürlich ein bisschen was kosten hier alles. Der ganze Import, der ist auch nicht so ganz günstig, aber das könnte man mit reinbringen. Und wir haben ja auf beiden Seiten haben wir einen. Okay, der hier, also die kommen ja gar nicht hier rein. Entweder, also der müsste wenn dann an sein. Probier die jetzt gerade mal etwas anzuwerfen wieder so. Machen den hier noch an, damit wir das natürlich auch schon mal alles in Betrieb haben. Und das ist ja auch so mein Ziel. Und würde jetzt gerne diese Schienen hier direkt schon mal so weit verbinden, damit wir die Sachen mal fertig haben. Wir haben so viele Sachen angefangen. Na toll. Na toll. Hat ja wieder richtig gut funktioniert hier. Merkt das schon. So, und hier machen wir das dann alles auf die Höhe hier. Gut. Na, hier müssen wir jetzt natürlich das wieder ändern. Nicht, dass er jetzt wieder hier eine Brücke draus macht. Tada. Das ist jetzt so eine Sache, da würde ich gerne nochmal durch upgraden, weil ich will keine Brücke hier haben. Das Gelände hier an sich kann man ja dann auch nochmal so ein bisschen anpassen. Einfach so grob. Genau, und jetzt haben wir hier natürlich noch die andere Outside Connection für Intercity. Das Schlaue ist jetzt von der Seite hier nochmal durch, weiß ich noch nicht, aber
Wir gehen natürlich hier durch. Okay. Das müssen wir jetzt natürlich so machen. Naja. Sehen wir mal, ob das was wird. Haben dann hier die auf jeden Fall auch schon mal so ein bisschen angeschlossen. Boah, das ist Wahnsinn. Also, ich mag das ja trotzdem. Ne, dass das Gelände hier so aufgebaut ist, ist schon interessant. So, wenn man so ein bisschen drüber guckt, ist es halt nicht langweilig. So eine komplett flache Karte finde ich ja persönlich nicht so prickelnd. Deswegen bin ich schon ganz happy, dass das so gemacht wird. Ich guck mal kurz in meine Stadt. Nicht, dass da wieder irgendwas ist. Die haben halt keine Waren. Das ist so ein bisschen der Punkt. Wir haben nicht genug Verkaufswaren, aber die Industrie hier hinten, die funktioniert auch nicht. Die haben keine Arbeiter hier. Ach, das ist halt irgendwie schwierig. Die brauchen halt auch jede Menge Arbeiter. Ich meine, das läuft ja, wie gesagt, die Industrie, die ist zwar mal ein bisschen besuchter, aber dann auch wieder nicht. Das klappt eigentlich schon größtenteils ganz gut. Die eine Seite ist auf jeden Fall mal durch. Jetzt haben wir hier halt noch die Sachen direkt im Betrieb. Das heißt, wir haben den Immun-Export. Wir machen ihn noch an. Wir machen alles an. Schau mal, damit wir das schon mal wissen, was wir finanziell dann am Ende des Tages rauskriegen. Und was wir dann noch irgendwie vielleicht Steuern erhöhen oder irgendwas machen müssen. Wir kriegen ja momentan noch jede Menge Einwohner dazu. Jetzt würde ich gerne schauen, was wir hier vielleicht noch so hinpacken könnten. Also die Lager und so weiter, die könnten wir auch so bauen. Das heißt, wir würden Öl und alles auch so mit reinbekommen. Jetzt ist nur die Frage, ob das Öl gleichgesetzt ist mit dem Öl, was man hier so einstellt, mit der abgegrenzten Industrie. Ich denke mal nicht, weil das wahrscheinlich genau für das Industrie-DLC nur da sein wird. Das heißt, diese Lager bringen uns gar nichts, weil wir die Industrie nicht haben. Die können wir schon mal vergessen. Das ist super schade. Das ist wirklich super schade. Naja, gut. Dann würde ich gerne mal schauen. Irgendwas muss es doch geben, was man da so hin platzieren kann. Irgendwas Interessantes. Solche Sachen bringen uns nichts. Jetzt haben wir den Brandschutzzentrum. Das ist, glaube ich, auch nicht. Das ist ja hier das Korea-Pack. Das haben wir hier. Achso, wir hatten hier die Polizeihubschrauber. Das können wir tatsächlich hier so ein bisschen mit reinbringen. Das fände ich gar nicht so schlecht. Wollen wir den Polizeihubschrauber mit reinbringen? Weil hier muss ja doch schon ein bisschen was überwacht werden, finde ich. Also hier muss ja schon ein bisschen was überwacht werden. Das ist gar nicht schlecht. Gefängnis brauchen wir jetzt hier nicht. Das ist das kleine Hubschrauberdepot. Wir könnten hier nochmal ein kleines drüben hinbauen vielleicht. So, dann haben wir hier nochmal eine An... Gefängnis. Ich habe zweimal das kleine gebaut, kann das sein? Nee. Das ist das große und das ist das kleine. Okay. Boah, das sah jetzt gerade irgendwie ziemlich identisch aus. Naja. Gut, hier braucht man nichts. Das sind ja nur Schulen. Und hier kommt dann auch nichts mehr so an Gebäuden dazu, die jetzt hier irgendwie Sinn ergeben würden. Hier drinnen hätten wir natürlich hier in der Krustelkiste, könnte man mal rumgucken. Das sind halt die ganzen Content Creator Packs hier, die ganzen kleinen Sachen. Hier so zusammengeworfen. Dann kann man mal gucken, was es so gibt für Gebäude. Das ist halt die Bahngesellschaft. Ich weiß halt nicht, ob man das hier vorne irgendwo vielleicht... Okay, das ist... Ne, da kannst du halt so einen Bahnhof so mit den ganzen Assets bauen. Ich muss sagen, die Parkplätze finde ich richtig, richtig cool. Ich baue die viel zu selten. Die sind echt cool. Diese Räuberparkplätze. Was ist das denn? Das ist ein Vorplatz. Ja, da kann man coole Sachen mitmachen. Da haben wir nicht so wirklich mitgearbeitet. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Wirklich. Ich würde gerne hier einen Parkplatz mit reinnehmen. Machen hier einen größeren. Oh, die sehen richtig cool aus. Einfach mal so ein bisschen abwechslungsreich. Nur von den Markierungen würde ich sagen, okay, das ist halt, ja, natürlich. Das ist halt japanisch angehaucht, logischerweise bei dem Pack. Jetzt will ich hier nochmal in die große Kiste reingucken, was wir hier noch so für Gebäude haben. Hm.
Das hat Büro, haben wir hier einiges. Was haben wir hier so Schönes? Naja. So richtig industriell haben wir hier leider nichts, was wir hier hinsetzen könnten. Da waren wir hier ja schon richtig, aber da haben wir ja alles durch. Gut, die Post könnten wir mit reinnehmen, aber das müssen wir dann in der ganzen Stadt wieder ausbauen. Okay, das nimmt uns doch, also die nehmen uns doch schon einiges. Wir hätten hier natürlich den Fischmarkt und so weiter, dann könnten wir hier auch nochmal mit reinbringen. Das wäre noch eine Idee. Dass man hier die Fischfabrik mit reinbringt nochmal. Auch wenn die jetzt hier drüben einen weiten Weg haben, aber... So, okay, hier drüben sind wir, glaube ich, am Ende. Also das ist durch. Genau, einen Fischmarkt. Könnte man hier einfach so neben die Polizei... Könnte man hier rüber mit reinbringen. Und er ist jetzt halt, er hat nicht genügend Fisch. Gut, der wird halt von drüben dann versorgt werden. Das ist ein weiter Weg, aber ich hoffe, wenn nicht, soll es halt importiert werden. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Jetzt haben wir hier natürlich noch eine freie Stelle. Oh, und kein Wasser mehr, echt nicht? Ja, doch, haben wir. Das ist wieder so ein Fehler. Denke ich auf jeden Fall mal. Was hätten wir denn hier noch? Hier könnte man natürlich auch etwas mit Abwasser, könnte man gucken. Gut, neben dem Fisch ist das vielleicht ein bisschen ungünstig. Was wir machen können, sind diese Vorratstanks. Die könnte man noch mit reinbringen. Machen wir hier mal neben dran. Ja, super miteinander. Also die sind ja toll, toll nebeneinander platziert mal wieder. Die könnte man hier mit reinbringen. Hier ist ja auch Verschmutzung. Oh, warte mal, da müssen wir mal kurz gucken. Verschmutzung. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich glaube nicht, dass das so sollte. Nee, warte mal, das ist eine ganz schlechte Idee. Rückzug. Ich möchte nicht meine ganzen Einwohner wieder hier verlieren. Das wäre ganz nett. Das wäre wirklich ganz nett. Und sonst hat man eigentlich nichts mehr. Gut, die Post an sich, die könnte man halt mit reinbringen. Das wäre halt, ja... Wäre halt, müsste man halt dieses Gebäude überall in der Stadt... Ach komm, machen wir. Was soll der Geiz? Kriegen wir hier nochmal eine Fabrik mit rein. Post-Sortieranlage. Ich mache das mal ein bisschen größer. Wie teuer ist die, bevor ich das übertreibe? Oh ja. Machen das mal so. Beiden Seiten. Dann müsste ich jetzt halt die Post hier... Oh Gott, das ist unnötig. Die Post hier natürlich noch ein bisschen in die Stadt mit integrieren. Damit jeder natürlich auch hier einen Anschluss daran hat. Ja, das ist ja auch ein kleines Gebäude, was man so schön an die Parks wieder setzen kann. Ist auch wieder was Tolles. Kriegen wir da ein bisschen Abwechslung in die Gebiete mit rein. Ha, erwischt. Und das sogar offiziell. Ich meine, hier drüben haben wir größtenteils alles versorgt. Hier haben wir sogar noch freie Plätze. Ist ja auch interessant. Gut, die graden dadurch noch ab. Interessant. Und die Post ist natürlich jetzt eigentlich super unwichtig, aber... Ist auch was, was ist wie mit dem Taxi. Das ist das, was sie mit reingebracht haben, was irgendwie... Ja, Hauptsache ist es mit drinne halt. So irgendwie. Sie haben halt den City Skylines, muss man sagen. Wir haben hier schon extrem viele Inhalte. Das muss man schon sagen. Also man kann schon sehr abwechslungsreich hier eine Stadt auf die Beine stellen. Das ist wirklich keine Frage. Da haben sie wirklich Möglichkeiten gegeben. Nur dass die Sachen größtenteils, die man dann baut, wenig Sinn ergeben oder halt ja nicht so wirklich... richtig Effekte haben oftmals. Also das Taxi zum Beispiel hat den Effekt, dass es durchschnittlich irgendwie 2 bis 3 Leute wöchentlich da irgendwie transportiert. Das ist jetzt nicht so unbedingt interessant. Die Post hat wahrscheinlich so ein bisschen den Bodenrichtwert. Dann kriegt man halt hier die Post nochmal mit rein. Was man nicht alles macht für abwechslungsreiche Gebäude, ne? Ist unglaublich. Was war denn hier? Ach, die Uni. Hi.
Ein Krematorium. Na ja, gut, wenn es schon Platz macht. Wir haben jetzt hier natürlich hier zwischendrin, bräuchten wir nochmal irgendwo vielleicht eine. Um auch den Bereich hier etwas abzudecken. Das passt hier leider nirgends. Das ist ja ungünstig. Jetzt habe ich überall ein Plätzchen gefunden, aber hier wird es, glaube ich, dann schwierig. Zack. Nichts wird schwierig. Alles kein Problem. Die Frage, hat es vielleicht noch andere Effekte? Das bringt aber extrem viele Frachttransporter mit rein. Naja. Gut, dass wir hier immer mit Bäumen die ganzen Bereiche aufgefüllt haben. Ich finde das trotzdem nach wie vor ein sehr befreiendes Gefühl. Auch wenn man sagen muss, dass man jetzt selbst war, aber ich finde das sehr angenehm, dass hier natürlich die Gebäude dann langsam auch blau werden. Ach, ist das schön. Ah. Herrlich. Unsere kleinen Sims. Hier drüben würde ich das... Das ist rein... Ne, ist es nicht. Hier haben wir drüben, ja. Oh, guck mal. Können wir direkt neben die U-Bahn so eins bauen. Hier drüben sind wir ja dann auch nochmal. Kann man hier hoch eine bauen. Jetzt ist hier die Frage, neben die Parkplätze. Ich meine, wir haben schon echt Bereiche freigelassen, die richtig gut passen. Da kann man nichts gegen sagen. Und ganz am Ende machen wir auch nochmal irgendwo eine hin. So. Gut. Hier am Anfang, naja, brauchen wir jetzt nicht. Die kriegen das schon hin. Guck mal. Das ist schön. Das freut doch unsere Leute. Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich das Gelände so ein bisschen gefüllt. Gut, der Fisch ist immer noch nicht da. Und sonst von den Gebäuden her haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr gesagt. So, ja, hier die Wasserversorgung und das Ganze, das würde ich jetzt ungern eigentlich machen. Hier von den Gebäuden, das bringt auch nichts. Ja, das ist alles nichts. Was ist das hier zum Beispiel? Parkpflegegebäude. Warte mal, Instandhaltungsding haben wir doch nicht. Das passt doch auch immer rein. Das ist hier dabei irgendwo, ne? Oh, jetzt finde mal wieder was, was du suchst hier. Ist das doch hier? Ich dachte eigentlich, es wäre hier. Das ist aber auch nicht, ne? Nee, es muss ja hier irgendwie mit den Öffentlichen zu tun haben. Glaubte ich auf jeden Fall. Krass, das sind noch mehr. Nee, bin im gleichen Reiter. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Sagen, ist da nochmal ein extra Reiter? Nee, nee. Ich bin tatsächlich nicht in der Lage. Gibt es Straßenmeisterei nicht mehr? Warte mal, machen wir das mal anders. Mai. Dumm zum Schreiben. Mai. Ja. Wie ist denn das jetzt eingeordnet, sagen wir? Naja, gut. Interessant. Eigentlich auch gar kein so unwichtiges Gebäude. Sollte man sich auf jeden Fall für den zweiten Teil mal sehr dran gewöhnen. Ich glaube, dann wird das richtig wichtig. Hier bin ich mir nicht sicher. Macht es, glaube ich, auch Unterschied, ob die Straße instand gehalten wird oder nicht. Oh je, es ist so viel, was darüber in die Industrie möchte. Ich meine, die Zufahrt tatsächlich, für das, was darüber marschiert, ist die Zufahrt echt gar nicht schlecht. Bin ich immer noch beeindruckt, dass das so gut funktioniert. Vor allem, es fährt sich ja auch nicht stuck oder irgendwas. Wir versorgen einfach mal die Stadt und bringen hier mal ein wenig die Möglichkeit, dass die Straßen auf jeden Fall wieder ein bisschen besser in Betrieb sind. Es muss halt immer so ein bisschen ein passender Ort sein. So zum Beispiel neben die Schule und alles. Da baut man das jetzt nicht. Das hier rüber brauche ich da auch nicht. Ich habe mir anders überlegt. Wie machen wir das denn? Könnten das hier noch nebendran? Sieht es aus, als würde das vielleicht ein bisschen zusammengehören. Ja, so im Großen und Ganzen. Jetzt interessiert würde es mich trotzdem, wo die ist normalerweise. Ich bin irgendwie... Ach so, nee, natürlich hier ist sie. Ach, ich bin ja auch ein Held, ne?
Ach man, ja. Das ist die Sachen, die du halt nie verwendest. Hier ist hier mit drin. Wo suche ich denn die ganze Zeit? Was haben wir hier eigentlich noch? Maut haben wir nicht gebaut, wurde auch öfters mal vorgeschlagen. Hier haben wir die Straßen, hier haben wir die Brücken, okay. Ja, dann haben wir das von den Gebäuden her auf jeden Fall schon mal so weit durch. Und dann machen wir das halt so, dass wir hier auf jeden Fall die Bäume an sich wieder abreißen. Dass wir das halt dann auf jeden Fall wieder etwas markieren. Und dann eben schauen, dass wir hier drinnen dann das Ganze wieder etwas ausmalen. Ich muss nur gucken, wie ich das machen möchte. Aber dann sticht der Bereich halt etwas besser raus. Das finde ich angenehm. Auch wenn man hier drumherum noch nichts hat, wäre halt eine Frage, ob man da vielleicht Industrie mit reinbringt. Aber ich glaube, dazu müsste das Projekt ein bisschen länger gehen, dass man da, dass sich das auf jeden Fall hier noch lohnen würde. Kann man das so machen? Ja, dann haben wir ein bisschen Unterschied. Wir malen das einfach mal komplett so an. Auch die Straße hier. Nehmen das mal alles mit rein. Schauen dann im Endeffekt, was wir da nochmal mitmachen könnten. Auf jeden Fall ist jetzt am Hafen etwas mehr los. Ich habe das hier jetzt halt alles so bemalt. Ist das schlau, was ich hier mache? Ich meine, es sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, das können wir machen, ne? Dann malen wir das nämlich. Dann bringen wir da wahrscheinlich nochmal einen Zaun mit rein. Und jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir hier drüber müssen. Schade ist. Aber den Sand, den übermalen wir einfach so. Hier bei diesem Turm. Und das gleiche machen wir jetzt halt auf der anderen Seite auch noch. Und dann gucken wir mal, was wir hier so ein bisschen drumherum machen können. Wie gesagt, ich finde Bäume passen halt nicht rein, das ist so das Problem. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde halt, wenn, dann sollte man hier mit Zäunen vielleicht ein bisschen arbeiten, aber Bäume an sich passen hier halt echt gar nicht. Deswegen bemale ich das so gerne. Das habe ich ja letztes Mal auch schon gemacht. So sticht das dann halt alles ein bisschen aus. So. Das hier so. Jetzt vereinzelt die Bäume wieder vergessen. Sehr toll. Haben wir das? Wir haben natürlich auch hier Gebäude mit drin, die auch so ein paar Bäume mitbringen. Man könnte sie löschen über Bob, aber sonst lassen wir die erstmal. So sticht das ja ein bisschen raus, das ist ja gar nicht schlecht. Dann kann man nämlich mit dem Zaun hier an sich auch ein bisschen arbeiten und könnten halt hier ihn mit reinbringen. Ich finde, das ist irgendwie der beste Zaun für solche Sachen. Wir könnten dann halt hier schauen, dass man das vielleicht hier so drumherum etwas platziert. Und auf jeden Fall die anarchieren, weil sonst jetzt gleich wieder rot, wenn wir ein bisschen zu nah an die Straße kommen. Das möchte ich jetzt auch nicht. Es ist halt nach wie vor da so, dass du halt irgendwo für Hafenanlagen einfach den halben Workshop brauchst. Du brauchst einfach viele Sachen aus dem Workshop, um irgendwie so ein bisschen gescheiten Hafen zu bauen. Ich verstehe nicht. Sie haben jetzt so viel mit reingebracht. Aber warum haben sie denn nie Assets mit reingebracht, wo man halt einfach einen, einfach, ich sag mal so, oh, das sieht ganz cool aus, kann man hier anschließen. Man hätte ja einfach so ein paar Container mit reinbringen können, einfach ein paar Container. Wir haben jetzt so viele Sachen von den ganzen Packs auch unter anderem dazu bekommen, was ja cool ist von der Abwechslung, ne? Man hat viel zu tun, man kann viele Sachen bauen. Man kann schön abwechslungsreich bauen, aber ich weiß nicht, also so Container hätten doch jetzt gar keinen irgendwie in Schlaf geraubt. Oder lassen sie sich das alles für den zweiten Teil? Wollten sie sich das dafür lassen, weil, wie gesagt, so Container an sich, die man hier so ein bisschen reinstellt als Assets, kann man jetzt halt aus dem Workshop natürlich einfach holen. Und wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte halt offiziell mit den Sachen arbeiten, dann hast du das halt gar nicht. Das heißt, für die Leute zum Beispiel auf den Konsolen,
die haben ja gar nicht die Möglichkeit. Die sind ja auch komplett darauf angewiesen, was so der... was so die ganzen kostenpflichtigen Inhalte und auch kostenlosen Updates dann irgendwie mit reinbringen. Na, das ist halt das. Da ich ja momentan gerne jetzt ohne Sachen aus dem Workshop arbeite, weil ich es einfach irgendwie ganz cool finde. Und jetzt hier am Ende von City Skylines, vor der zweite Teil erscheint, sich auch nicht lohnt, irgendwie den halben Workshop noch mit zu abonnieren. Mache ich das halt so ganz gerne. Das machen wir hier so rein. Der Zaun bringt halt nochmal ein bisschen Abwechslung. Hier ist es. Ah, ne, es geht sogar. Es ist so vom Gelände her ein bisschen ungünstig hier die Stelle. Gefällt mir nicht. Warum ist denn das so gemacht? Achso, da kann man runter. Ein bisschen auf jeden Fall. Ah, guck mal, das kann man so ein bisschen anpassen. Ich glaube, das sieht besser aus. Steine habe ich jetzt halt auch nicht unbedingt. Um irgendwas reinzulegen. Aber wir haben auf jeden Fall hier so ein paar Gebäude mit reingebracht. Vor allem sind auch die ganzen Häfen an, was auch mal wichtig ist, dass der ganze Hafenbereich auch mal hier so direkt richtig in Betrieb genommen wird. Vor allem auch zum Beispiel der Umschlagsplatz, dass wir das auch angeschlossen haben und die Outside Connection, dass die jetzt hier auch in Betrieb gehen sollen. Was auch immer, die nehmen das als Abkürzung. Das ist ja frech. Dass das mal alles so in den Betrieb kommt. Und dass man, oh ja, die Bereiche hier müssen wir auf jeden Fall umbauen. Also die Kreuzung, die killt uns. Der Bereich killt uns, ja. Okay, das ist doch ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Ja, gut, von der Seite halt, die müssen halt hier rein. Das dauert ein bisschen. Dauert hier mal ewig. Bis sie hier durch sind. Ich meine, im Großen und Ganzen klappt das. Aber das hier, das sollten wir umbauen hier an der Stelle. Das passt uns leider gar nicht. Eieieiei. Das ist halt viel zu viel für das, was wir hier die Abbiege haben. Aber die haben wir ja, soweit ich mich erinnere, haben wir die ja eh nur so erstmal gebaut. Die wollte ich eh umbauen. Die Bereiche, aber da haben wir ja das Ganze hier mit dem Hafen gebaut. Okay, da müssen wir mal was einfallen lassen, wenn wir das vielleicht ein bisschen ändern mit den Zufahrten an sich. Wenn wir das so ein bisschen integrieren, auch als eigene Zufahrt von dem Highway. Weil wir hier ja die große Anbindung haben. Hier sind ja drei Outside-Connections, die hier reinkommen. Das ist schon einiges. Guck mal, dann wird es hier drüben ein bisschen belebter auf jeden Fall. Dann können wir mal gucken, wo wir dann eben das Ganze nochmal ein bisschen nachbessern müssen. Naja, guck mal. Das sieht gut aus, liebe Leute. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Haben jetzt hier einfach mal so ein bisschen auch mit den Lagerhäusern wieder gearbeitet, was ja auch ganz gut ist. Und wir haben den Hafen mal so weit so ein bisschen in Betrieb genommen, also so komplett und nicht nur so ein bisschen sporadisch. Und gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Mal gucken, ob wir vielleicht da nochmal so ein paar Sachen reinstellen. Werden wir mal sehen. Erstmal gucken, wie es hier läuft und dann schauen wir weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und ja, vergesst auf jeden Fall die Bewertung nicht. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert das Glöckchen. Und wir sehen uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht, hier im Projekt Xtreme. Macht es gut, bis dahin. Haut rein und ciao.